Das hier ist eigentlich eine völlig normale Hauswand, doch was sich dahinter versteckt, dürfte bei vielen für Schrecken sorgen. Hinter der unscheinbaren Wand eines Hauses im US-Bundesstaat Tennessee verbergen sich lauter kleine Lebewesen. Eine Wärmebildkamera bestätigt die Annahme. Mehr dazu erfahrt ihr nach dem Intro. Eine Mauer, ein Fenster und ein paar Pflanzen. Normaler kann eine Hauswand eigentlich nicht sein. Doch als der sogenannte Bienenflüsterer David Glover die Wärmebildkamera auf die Wand richtet, verschlug es ihm die Sprache. Tausende Bienen verstecken sich hinter der Mauer in einem gigantischen Bienenstock, der etwas so groß ist wie das Fenster darüber. Glover sagte, dass er ungern Steine entfernt, da man nie so richtig weiß, ob die Mauer da noch hält oder es anfängt zu bröseln. Aber diesmal hatte er keine andere Wahl. Um den riesigen Bienenstock zu entfernen, mussten die Steine weg. Also blies er Rauch zur Beruhigung in den Eingangsschlitz zum Nest der summenden Honigsammler und brach erste Ziegel aus der Wand. Stein für Stein legte er dann den riesigen Bienenstock frei. Darin befanden sich ganze 13 Bienenköniginnen mit ihren Schwärmen. Obwohl er wusste, wie groß Nester werden können, verschlug es selbst ihm die Sprache. Stück für Stück konnte er dann das Nest entfernen, indem er die Bienen mit einer Art Staubsauger in eine Box beförderte, um sie wegtransportieren zu können. Anschließend konnte die Kolonie bei einem Imker untergebracht werden. Und keine Sorge, so gut wie alle Tierchen haben die Prozedur überstanden. Und Glover hat richtig gehandelt, denn Bienen als Bestäuber sind unerlässlich für das Überleben der Flora und Fauna auf unserem Planeten. So eine Bienenkolonie sollte man mit äußerster Vorsicht betrachten. Indirekt ernähren Bienen nämlich durch ihren Job einen sehr großen Teil der Weltbevölkerung. Bienen sichern uns durch ihre Bestäubungsarbeit eine Vielfalt an Nahrungsmitteln. Um es mal in den Worten von Albert Einstein auszudrücken: Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch 4 Jahre zu leben. Keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, keine Menschen mehr. In diesem Sinne, lasst gerne einen Daumen nach oben da und außerdem ist hier noch ein weiteres Video, das euch auch interessieren könnte. Also dann, bis zum nächsten Video. Ciao!